Hallihallo, meine lieben Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Wir haben es ziemlich spät, 1.05 Uhr am 14. Juni 2017, also Mittwochvormittag. Oh Gott, werde ich hier gerade schon wieder angegriffen? Nee. Auf jeden Fall waren wir hier stehen geblieben, in Azuna bei dieser komischen World Quest und wie ich sehe, ist die jetzt anscheinend abgebrochen. Oder bin ich gerade nicht drin? Nee, die ist nicht abgebrochen. Können wir sie tatsächlich immer noch machen? Aufseher der Nachtsichtigen. Ja, toll. Die sind hier leider so unfassbar rar. Und die fliegen alle mit ihren Flugmounts rum. Das ist so annoying, warte mal. Wieso? Zur Hölle? Da, da hinten. Da haben wir mal einen. Da hinten ist noch einer. Oh mein Gott. Da ist sogar noch einer. Meine Güte. Ja, da kommen sie auch alle direkt angekrochen, ne? Was ist das denn hier? Unheimlicher Mana-Fresser? Den haben wir ja noch gar nicht. Wartet mal eben. Na, ich kann die nicht beschwören gerade? What the fuck? 41 Sekunden noch. Weiß jetzt auch nicht, wie selten das Viech ist. Auf jeden Fall pull ich den jetzt auch noch hier. Ach, guck mal einer an. Die Welblinge hier gehen auch auf die Targets, die ich anvisiere. Da ist noch... Ne, das ist ein verdorrter Fanatiker. Mit dem kann ich doch nichts anfangen. Ich dachte erst, das wäre das... Den habe ich nicht mehr bekommen, um Gottes Willen. Was für eine dreckige Kacke. Ich fass es nicht. Und ich habe sofort meinen Instant rausgehauen. Naja, was? Der ist sogar wahr. Wehe, das tötet ihn jetzt. Nö. What the fuck was this damage? Ist der vielleicht selten? What the fuck macht der Schaden? Yes! Ja, die machen ja gar keinen Damage. Der macht aber echt wenig. Jetzt taucht er ab, okay, jetzt tötet er mich. Ich hasse das. Bei Pokémon gab es immer solche Abilities. Da konnte man zum Beispiel, wenn einer Buddeln benutzt hat, Buddler oder wie diese Ability da auch immer hieß, da konnte man den mit Erdbeben schädigen. Ich weiß nicht, ob es sowas hier auch bei den Pet Battles gibt. Möglich. Möglich, möglich. Ich guck gleich mal. Ich guck jetzt mal eben kurz. Unheimlicher Mana-Fresser. Qualität selten ist anscheinend immer selten.
Also wenn ich hier auf jeden Fall nicht mehr von denen sehe, dann weiß ich, dass sie selten sind. Ich glaube, das Viech ist selten. Ich glaube, das Viech ist selten. Wurde es jetzt eigentlich zurückgesetzt? Ja, auf Stufe 23. A, B, C, D, E, F, G. Ach, warum mache ich denn? Ich gucke einfach so unheimlicher. So, hier haben wir ihn doch. Oh, keine Ahnung. Probieren wir es aus. Oh Gott, ey, die farmen diese Viecher hier ab und mir fehlen immer noch. Mir fehlt noch einer. Was für eine Drecksquest, oder? Mal ganz im Ernst. Was für eine beschissene Drecksquest. Yes! Oh mein Gott, das war knapp. Als wertvolle Verbündete erwiesen. Durch eure Hilfe. Ah, das war jetzt aber wirklich knapp, ne? Hier, nehmen wir die Flugpfeife hier. Das war aber knapp. Das war close. So close. So close. Die Dämonen dringen. Ach, hier ist auch direkt eine. Welche ist denn das hier? Wir müssen sie zurückschlagen. Okay. Wenn ihr ihre Anführer Gruppe finden könnt, werden meine Schuppenwächter ihre Portale einreißen. Gemeinsam können wir die Legion zurückdrängen. Ja, diese Portale kann man relativ einfach zerstören. Da haben wir den ersten Boss. Der stackt jetzt natürlich wieder HP. Ich habe keinen Ziel. Den nehmen wir jetzt auch mal mit hier. Das ist halt hier das einzige Problem, was man hier haben könnte, ist, dass man zu früh weggeht und dann zählt das Ding nicht. Ja, das ist möglich. Den jetzt einfach mal. Ich habe immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber jedes Mal, wenn ich an so einem Mob vorbeilaufe, weiß ich natürlich die Chance, dass da irgendwas drin ist, was für mich auch nur ansatzweise von Interesse sein könnte, ist quasi bei null. Ja, aber trotzdem jedes Mal die gleiche Chose. Ich traue mich nicht dran vorbeizurennen und nicht wenigstens reinzugucken. Weil immerhin, sie ist ja nicht hundertprozentig bei null. Es gibt diese ganz, ganz klitzekleine Chance, dass ist tatsächlich ja, ein besonderes Item mit drin sein könnte, ja. Alter, der Damage ist aber echt nicht schlecht vom Frost. Ey. Vor allem, wenn die Procs kommen. Junge, Junge, Junge. Also langsam, aber sicher bin ich wirklich glücklich, dass ich dieses Back gewählt habe. Ja, ist knapp. Aber wie der Hunter mich mit drei Shots durchbohrt. Heftig. Bastard. Bastardo. Ich hoffe, du leidest in der Hölle. Wie sagt doch Arthur Spooner, wir sehen uns in der Hölle. Himmel, Hölle. Ah. Ich liebe es, King of Queens beim Essen zu sehen. Hab ich schon mal gesagt, glaube ich, oder? King of Queens und Essen. Aber das ist auch lustig, immer wenn man, ich gucke King of Queens immer auf YouTube, weil die meisten Videos davon halt einfach auch auf YouTube sind. Und immer wenn man da drunter guckt, dann schreibt immer irgendjemand, ja, wer guckt das auch gerade beim Essen und ja, ich gucke es auch immer nur beim Essen. Und King of Queens und Essen, das scheint wirklich so eine Harmonie zu haben.
wirklich sehr, sehr lustig. Guck mal, der ist auch so langsam durch die Frostspec jetzt hier, weil er halt in seiner Bewegungsgeschwindigkeit erheblich eingeschränkt ist. Boah, der Damage ist krass. Alter Schwede, der Damage ist echt krass. Der Damage ist stärker geworden. Die Frostspec ist stärker. Ich gebe es ganz offen zu. Ich hatte ja am Anfang, muss ich ganz ehrlich zugeben, gewisse Bedenken, weil ich habe ja euch schon erzählt, das ist das Problem bei der Stärke der Skillung, ob du entsprechend auch das Gear dafür hast, dass sie dann jetzt endlich wirklich auch die stärkste Skillung ist. Aber anscheinend ist bei meiner Gegenstandsstufe die Frostspec auch schon besser als die Feuerspec. Es überrascht mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte eher damit gerechnet, dass es nicht so ist. Weil, wenn ich so mir bei Noxic die entsprechenden Daten angucke und die auswerte, da komme ich dann doch auf das Ergebnis, dass die Frostspec eher doch so im höheren Item-Level-Bereich stärker ist. Vielleicht habe ich die Feuerspec auch einfach völlig falsch gespielt. Das könnte auch sein. Was ist das hier? Das ist die, das ist die Kirin-Tor-Quest. Machen wir die Kirin-Tor-Quest, oder? Ah. Muss ich natürlich hier erstmal irgendwie durchkommen. Verdammte Basiliskenbrut hier. Das kann wohl nicht sein. Da sperren die mir hier den Weg. Und dieser ganze Tümpel ist voll mit Gezeiten-Tümpalen. Shit. Das wetten wir, das ist Teufelsschiefer. Nee. Aber es ist ein Leysteinflöz. Oh, come on. Ich kann nicht widerstehen. Oh, ich dachte gerade, das ist die Spawn. Ich habe euch das schon mal erzählt, ne? Dass mir das schon ein paar Mal passiert ist. Dass ich den Weg für so einen Flöz oder für so eine Mine, whatever, freigekloppt habe. Und dann plötzlich, nachdem ich es freigekloppt habe, despawnt der Shit. Ja, aus welchem Grund auch immer. Ich kenne den genauen Zyklus nicht, den Blizzard hier eingeführt hat, wann Minen despawnen und wann sie spawnen. Ich habe ja persönlich immer so wie nenne ich es am besten? Ich habe eigentlich immer so gedacht, dass es wohl so ist, dass wenn man... Komme ich dann hoch? Jo, schön. Ich persönlich habe mir immer so vorgestellt, dass es wohl so sein müsste, dass wenn man eine Mine lootet, also immer wenn man eine Mine lootet, dass... Ich kann ein bisschen konzentrieren. Immer wenn man eine Mine lootet, dass dann die noch ein paar Sekunden, Minuten Dauer mag mal dahingestellt sein, aber dass sie auf jeden Fall noch einen begrenzten Zeitraum vorhanden ist, damit sie andere Leute auch looten können. Weil das hat man ja grundlegend geändert. Ich weiß nicht mit welchem Addon, aber man hat es grundlegend geändert. Und entsprechend bin ich dann halt davon ausgegangen, dass, what the fuck? Entsprechend bin ich dann halt davon ausgegangen, dass, die Minen verschwinden dann, wenn man sie das erste Mal lootet, irgendwann. Und, irgendwo anders spawnt dann halt eine andere Mine. Und das sind halt immer diese festen Spawns, die sich ja auch Addons wie Gatherer letztlich dann auch zunutze machen, ne? Muss man halt auch sagen. Gatherer lebt ja davon, dass man ja quasi Minen abfarmt und der merkt sich dann die Position für das nächste Mal, wenn du da bist. Ich glaube, ich habe hier auch schon ein paar... Arbeit abgeschlossen. Ja, hier, seht ihr überall. Hier habe ich überall schon was gefunden. Und hier sind halt feste Spawn-Positionen. Das heißt, da ist eine hundertprozentige... Ja, eine hundertprozentige Chance ist ja richtig, ne? Es ist eine hundertprozentige Chance, dass dort ein Vorkommen sein kann. Ja? Es ist einer der festgelegten Spawnplätze, die Blizzard gesagt hat, das sind die entsprechenden Plätze, wo diese Minen spawnen können. Davon gibt es eine ganze Menge und sie sind nicht immer alle besetzt, aber wie gesagt, wenn du eine geplündert hast und wenn die dann halt nach den 4-5 Minuten, wie sie aktiv ist, ja, die wird dann aktiviert beim erstmaligen Plündern, danach verschwindet sie halt und dann taucht die Mine halt an einer anderen Position dann entsprechend auf. Ach komm, dann komm ich auch. Das kann ich nicht mehr sehen.
und nicht vergessen, mir mein Frostschild zu aktivieren. Jedes verdammte Mal. Horde oder so, aber es ist nur einer von den NPCs. Und hier komme ich auch schon wieder nicht hoch, ey. Was ist denn das? Dass es an dieser Stelle auch keinen festen Flugpunkt gibt, ne? Der mich direkt hier in dieses Gebiet führt. Warum sind die alle unfreundlich? Weil wir hier falsch sind. Oh, fuck's sake, was mache ich denn? Irgendwie habe ich gerade den falschen Platz vor Augen gehabt. Wir müssen hier in den zerfallenen Palast. Meine Güte. Stupido. Was führt euch hierher? Verandes Hofstab. Bis bald. Wie ist denn hier unser Ruf eigentlich? Immer noch respektvoll. Naja, gut. Liebe Leute, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Cut. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder und bis dahin macht's immer gut. Ciao.